Ein pfiffiges Kerlchen hat an einem ehemaligen Bahndamm einen Nistkasten für Turmfalken angebracht. Meine Freunde Klaus und Karin haben diesen dann auch schnell entdeckt und mir Bescheid gegeben. Drei junge Turmfalken sind bereits recht groß und werden fleißig von den Eltern mit Mäusen gefüttert. Die stattliche Pappel bietet mit ihrem üppigen Blätterwerk kaum eine Lücke zum Beobachten. Na, bloß nicht rausfallen. Wir drei warten geduldig bis zur nächsten Fütterung. Da kommt der Terzel schon wieder. In diesem Alter geben die Eltern nur schnell die Beute ab, ohne sie zu zerteilen. Selbst in der Zeitlupe muss man schon genau hinschauen. So schnell geht es. Nur noch ein paar Tage und die drei Jungfalken werden die Brutkiste verlassen und dann vorerst noch draußen von ihren Eltern versorgt werden, bis sie dann alleine für ihre Nahrung sorgen müssen. Wir drücken euch fest in die Daumen, macht's gut und passt auf euch auf.